Ob russischer Zupfkuchen wirklich aus Russland stammt, ist bis heute ungeklärt. Fest steht aber, die Kombination aus Schoko- und Käsekuchen ist der Hit. Ich zeige euch jetzt, wie er Schritt für Schritt gelingt. Für den Schokomürbeteig brauchen wir Mehl, Backpulver, Kakao, Zucker, Vanillezucker, ein Ei und Butter. Für die Käsekuchenfüllung Quark, Eier, Vanillezucker, Vanilleschote, Zucker, Puddingpulver und Butter. Beim russischen Zupfkuchen bestehen Boden und Streusel aus Schokomürbeteig. Den bereiten wir jetzt zu, geben Mehl und Backpulver in eine große Rührschüssel. Rühren das einmal kurz um, damit sich das Backpulver in dem Mehl verteilen kann. Und jetzt kommen die restlichen Zutaten auch da rein. Kakao, Zucker, alles ab in die Rührschüssel. Vanillezucker, ein Ei. Und die Butter. Jetzt nehme ich einen Mixer zur Hilfe und rühre alles auf kleinster Stufe zusammen. So, das reicht. Und jetzt den Teig einmal kurz mit den Händen zu einer Kugel zusammenkneten. Den Mürbeteig jetzt in Frischhaltefolie wickeln und für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank geben, damit die Butter wieder hart werden kann. Während der Mürbeteig im Kühlschrank ist, schmelzen wir für die Käsekuchenfüllung die Butter. So, ich nehme einen mittelgroßen Topf, ab auf den Herd. Butter hineinfüllen. Und langsam auf mittlerer Temperatur schmelzen. Nicht zu heiß, sonst verbrennt die Molke in der Butter. Geschmolzene Butter lassen wir kurz abkühlen. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal den Boden vor. Dafür habe ich den Mürbeteig aus dem Kühlschrank geholt und halbiere den jetzt. Und die Hälfte rollen wir jetzt, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte, aus. Dazu am besten ein Nudelholz nehmen. Wenn ihr den Teig gut ausrollt, dann passt er gleich perfekt in die Form rein. So. Das sieht gut aus. Und einfach reinlegen und den Rest mit den Fingern dann einfach an den Rand randrücken. Der Rand sollte ungefähr 2-3 cm hoch sein. Da kommt ja noch die Käsekuchenfüllung rein. Perfekt. Die Butter ist jetzt abgekühlt und für die Käsekuchenmasse vermenge ich die Butter mit allen anderen Zutaten. Darin eine große Rührschüssel füllen und der Rest kommt auch rein. Der Quark, das Puddingpulver Zucker, Vanillezucker, Vanilleschote und 3 Eier. Und jetzt alle Zutaten mit dem Schneebesen verrühren.
Wem das zu aufwendig ist, der kann natürlich auch einen Mixer nehmen. So, und schon ist die Käsekuchenmasse fertig. Jetzt fülle ich die Käsekuchenmasse auf den Schokoboden rauf. So. Ein bisschen auskratzen. Und jetzt kommt der Teil, dem der Kuchen seinen Namen verdankt, nämlich den Zupfen. Ich zupfe den Schokomürbeteig in kleine Stücke und tue die dann auf den Käsekuchen drauf. Ob ihr jetzt kleine oder große Stücke zupft, ist ziemlich egal. Macht es einfach so, wie ihr es am liebsten mögt. So, der Kuchen wandert jetzt bei 180 Grad für 60 Minuten Ober- und Unterhitze in den Backofen. Wenn ihr nach der Hälfte der Zeit merkt, der wird mir zu braun, einfach Alufolie drüberlegen. So. Köstlich. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken.